Republikanische Freibeuter Captain Turnip. Also Captain Kohlrabi.
Bemosam, Mikedem, Bayutsheu, Pika, Beretz. Elanise, Chochka, Prostjebin, Haundele, Brami, Shakamti. Wisst ihr, wohin ein Mann namens Kurao geflüchtet sein könnte? Yati haech, Benai Zush, Benaya Haseleolum. Das Übliche nehme ich an. Darf ich vorstellen, mein Assistent Reda, ein Drall. Der Krieg hat unseren Wunsch durchkreuzt, Captain. Aber wenigstens ist Charis wohlbehalten zurückgekehrt. Ich nehme an, ihr seid mit Senatorin Dodonna hier. Sie ist vor einigen Tagen eingetroffen und prüft unsere Strategie gegen das Imperium. Haltet sie auf. Sie verkauft die Republik an den Wolf, damit sie uneingeschränkte Herrscherin ihrer eigenen kleinen Welt werden kann. Das ist eine gewagte Anschuldigung. Wenn man bedenkt, dass eure Glaubwürdigkeit in der Republik einzig und allein auf Dodonas Wort beruht, könnt ihr das belegen? Der Senat wird Beweise fordern. Damas Polaran hat mit ihr zusammengearbeitet. Vielleicht bringen wir ihn dazu, gegen sie auszusagen. Damas Polaran? Seine Beziehung mit Dodona war ein Riesenskandal auf Coruscant. Reda, sieh in unseren Aufzeichnungen nach. Damas Polaran ist ein bekannter Verbrecher. Kennt der SED irgendwelche Decknamen oder Verstecke auf Corellia? Achib, et busho, el haaretz, acher, yatshata mishom. Ein Schleimer wie er hinterlässt immer eine Kriechspur. Wenn ihr etwas Nützliches findet, kontaktiert mich über Holo. Ich verspreche Ihnen nichts Geringeres als Perfektion. Oh!
Damas, ihr Nevis Kid. Die verdammten Imperialen kommen näher. Wir sind bereit, euren Plan zu riskieren. Wir treffen uns in der Cantina Piratenhort. Alle wahren korellianischen Patrioten werden dort sein. Wir sprengen Versorgungstunnel 26 und kommen mitten zwischen den imperialen Truppen raus. Schlagt diese Parasiten, wo es richtig wehtut. Der Rat wird Corellia nicht vor den Augen seiner Söhne verkaufen. Damas scheint sich mit einem Rebellenanführer namens Nevis Skid verbündet zu haben. Sie versuchen, einen Versorgungstunnel 26 in die Luft zu jagen. Dann hat sich Damas hier ja schnell beliebt gemacht. Nevis Skid war Captain von Korsak, der korellianischen Polizei. Jetzt führt er unsere härtesten Guerillakämpfe an. Ich kenne nur die halbe Geschichte. Was versuchen wir auf Corellia? Und was ist bis jetzt passiert? Die Ratsmitglieder haben Corellia an das Imperium verkauft. Aber sie haben nicht mit einem Volksaufstand gerechnet. Der Tunnel muss verschlossen bleiben. Der Rotlichtsektor ist eine unserer wenigen Sicherheitszonen. Ich hätte nie gedacht, dass mich eine wunderschöne Jedi-Meisterin einmal in den Rotlichtsektor bitten würde. Das lasse ich mir nicht zweimal sagen. Wenn es stimmt, was Risha mir über euch erzählt hat, dürftet ihr euch ja auskennen. Geht jetzt und verhindert, dass Nevis Kid diesen irrsinnigen Plan ausführt und das Imperium uns überrennt. Und bringt Damas Leben zurück. Seine Aussage ist um einiges mehr wert als sein Kopf. Dum dum dum, Corellia, dum dum dum.
habe einen Weg gefunden, Ihre Anweisungen sogar noch zu übertreffen. Ich hoffe, es macht Ihnen nichts aus. Corellia wird nicht fallen. Wenn wir diesen Tunnel sprengen, strömen wir auf das Imperium herab wie ein explodierender Vulkan. Der imperiale Verräter! Werden wir zulassen, dass er Corellia an den Wolf verkauft, oder zeigen wir ihm, wie sehr er sich irrt? Verräter! Ihr seid tot! Niemand stellt sich gegen Corellia!
Ich bin ein treuer Bürger der Republik. Jedenfalls meistens. Sie werden euch nicht glauben. Ich habe Ihnen bereits erzählt, wie ihr die balmoranischen Waffen und die Tarntechnologie vom Weißen Schlund für den Wolf gestohlen habt. Viele von Ihnen fanden es nicht gerade erbauend, dass jemand, der von einer Senatorin bezahlt wird, sich so verhält. Schießt ihn in Stücke! Diese ganze Patriotensache ist nur fingiert. Er will nur an die heißen Rebellenladies rankommen. Da ist wohl jemand verzweifelt, was? Tötet diesen Mann, bevor er euch das Imperium auf den Hals setzt! Wenn ihr den Tunnel öffnet, gebt ihr dem Imperium direkten Zugang zu euch. Der Weg führt direkt zu ihnen. Wollen wir uns hier zusammenkauern oder bis zum Ende kämpfen? Gelangst der lang, Anjal Masmukti. Immerhin haben die republikanischen Truppen diesen Tunnel versiegelt. Code 11! Code 11! Ich werde angegriffen! Schickt Verstärkung! Damas hat uns verraten! Wir sind verloren! So, als ob ihr vielleicht etwas Hilfe gebrauchen könntet. Damas ist entkommen. Er ist zurück zu seinen imperialen Meistern geflohen. Nevis Kid, Korsak. Das Missverständnis tut mir leid. Das sind keine imperialen Druiden. Das sind einheimische Modelle aus Ratsmitglied Kaikos Fabrik. Kaikos war eins der Ratsmitglieder, die dem Imperium die Türen geöffnet haben. Die imperialen Truppen benutzen seine Fabrik jetzt als Feldlazarett. Warum lässt die Republik zu, dass sie unsere Droiden gegen uns verwenden? Wir haben versucht, uns bis zur Fabrik vorzukämpfen, aber sie wird unglaublich gut bewacht. Uns ist es gelungen, einen unserer Ärzte einzuschleusen, aber er konnte noch keine Schwäche im Verteidigungssystem entdecken. Wenn es da drin zu viele Soldaten gibt, brauchen sie nur einen guten Grund, um herauszukommen. Die Imperialen müssen glauben, dass wir mehr Einheiten haben als sie. Wenn ihr sie mit vorgetäuschten Angriffen an verschiedenen Orten hinauslockt, könnten wir sie mit Blitzangriffen hinhalten. Minimales Risiko. Dann kann unser Arzt euch in die Fabrik einschleusen, um Damas zu finden. Soll ich bestimmte Stellen angreifen oder einfach durch die Gegend spazieren und aufs Geratewohl feuern? Ich werde die Orte für euch markieren, an denen ihr Angriffe vortäuschen müsst. Wenn genug imperiale Soldaten aus der Fabrik gelockt wurden, könnt ihr hineinschleichen und Damas finden. Unsere Männer werden sie ablenken, während ihr euch mit Dr. Shibata trefft. Ich sage ihm, dass er euch in der Notaufnahme treffen soll. Er kann euch zusammen mit den imperialen Verwundeten einschleusen. Zu dem Zeitpunkt kämpfen genug Korellianer gegen das Imperium, so dass ihr keine unmittelbare Aufmerksamkeit auf euch ziehen solltet. Kontaktiert mich, wenn ihr Damas Polaran erreicht habt.
Taxiplattformen sind geöffnet. Ich wünsche Ihnen einen sicheren und angenehmen Aufenthalt.
Dr. Shibata? Ah, ja, der Neuzugang. Man sagte mir, es käme eine schwere Beinverletzung. Nevis Kid sagte, dass ihr hinein müsst. Der einzige Weg ist auf einer Trage. Zusammen mit den anderen Opfern. Verräter! Wollt ihr, dass die ganze Armee auf uns zielt? Nur so kommt ihr rein. Und jetzt auf die Trage. Um das Bein kümmern wir uns drin. Da, ich habe euch ein Medipack verpasst. Das sollte genügen. Und ihr könnt euch aussuchen, welche Schmerzmittel ihr stehlen wollt, wenn ihr welche braucht. Kann ich beim nächsten Mal vielleicht Pharmavertreter spielen? Wenn ihr hier nochmal einbrechen müsst, stecken wir alle in Schwierigkeiten. Nevis Kid meinte, dass er nach diesem Doppelagenten sucht. Dharmas so und so. Nach dem, was ich gehört habe, war er im OP-Flügel. Ich gehe jetzt besser wieder da raus, bevor mich jemand vermisst. Jetzt kommt natürlich die Frage, wie kamen alle rein? Aber gut. Sobald die Ärzte mein Gesicht verändert haben, verschwinde ich. Ich kann dem Imperium nicht dienen, solange dieser lästige Captain die ganze Republik auf mich hetzt. Ich kann euren Platz beim Wolf einnehmen, was auch immer nötig ist. Euer Gesicht ist auch zu bekannt, Kaikos. Ein korellianisches Ratsmitglied kann keine Verbündeten in der Unterwelt finden. Ich habe ihn Corellia gebracht. Welche Freude, euch kennenzulernen, Mister. Ich werde bald von meinen eigenen Auftraggebern gejagt. Ihr gebt wohl nie auf, was, Captain? Ist das... Alarm! Alarm! Eindringlinge in der Fabrik! Sofort Verstärkung schicken! Tötet mich nicht. Dann steht mir nicht im Weg rum. Dann gehen wir einfach. Ihr habt mich schon wieder geschnappt. Zu schade. Ich hatte schon daran gedacht, euer Gesicht zu übernehmen. Zusammen mit dem Verbrecherimperium, das wir aufgebaut haben. Aber ich schätze, ich muss euch wohl umbringen. Ah!
hätte das gleich am Sabak-Tisch klären sollen. Also, Captain, wie komme ich hier lebendig raus? Ich weiß, ihr habt für alles einen Preis. Gebt mir, was ich brauche, um die Senatorin auszuschalten. Dann lebt ihr vielleicht weiter. Abgemacht. Sie nützt dem Wolf sowieso nichts, wenn der Senat sie verstößt. Es war so einfach, sie auf unsere Seite zu bringen. Das Versprechen ein wenig eigener Macht. Und schon hat sie unterzeichnet. Es wird eine Erleichterung sein, wieder in den Teil der Galaxis zurückzukehren, wo Männer von mehr beherrscht werden als ihren momentanen Leidenschaften. Ihr geht höchstens in das schlimmste Gefängnis der Republik. Aber da wart ihr doch schon. Das liegt in Ruinen. Die Republik ist zu gutmütig, als dass sie ihre Feinde tötet. Ihr lasst lieber zu, dass sie euch bei lebendigem Leibe auffressen. Ich kenne euren Preis. Es ist Odonna, hinter der die Republik her ist. Verschont mich. Und ich gebe euch mein gesamtes Dossier über Dodonna. Alles seit dem Tag ihrer Rekrutierung. Es war ganz einfach übrigens. Die Aussicht auf Macht, die sie nicht mit tausenden zankenden Senatoren teilen muss, sie hat sofort unterzeichnet. Ich nehme das Dossier und eure Zeugenaussage bei Dodonnas Verhandlung. Ein vorbildlicher Bürger. Bis zum Schluss. Was? Ich dachte, davon hätte ich euch geheilt. Also gut, wäre ja nicht das erste republikanische Gefängnis, aus dem ich entkomme. Ich habe damals den republikanischen Streitkräften ausgehändigt. Und ich habe seine Aufzeichnungen über Dodonna. Ausgezeichnet. Ich werde ihn streng bewachen lassen. Isoliert. Die Leitung ist sicher. Übermittelt mir alles, was er euch gegeben hat. Ich übermittle euch die Koordinaten für einen unserer Unterschlüpfe. Sorgt dafür, dass euch niemand folgt. Wir treffen uns dort. Ich weiß nicht, was die Republik ohne euch tun würde.
flammende Speer fliegt. Bewegung! Dann mal los, Jungs! Zeigen wir den imperialen korellianische Gastfreundschaft! Eure Leute bereit. Der flammende Speer fliegt. Sehr gut. Sehr gut. Wir stoßen kampfbereit bei der Fabrik zu euch. Ja, bin ich gespannt auf die Revan-Story und dann auf die ja, Knights of the Fallen Empire. Ne? Ja, definitiv. Zeit. Der flammende Speer fliegt. Darauf habe ich mich schon gefreut. Alle Mann los! In jeder Gruppe waren mindestens einmal Zwillinge. Hast du gesehen?
In Ordnung. Alle sind hier. Die Party kann steigen. Wir haben einen Haufen Sprengsätze und Kanonen mitgebracht. Wir sind bereit. Wer kennt diese Fabrik am besten? Hendrik und ich. Wir haben beide vor der Invasion hier gearbeitet. Ja, ich hab mir gedacht, wir sollten möglichst ziemlich viel von der Ausrüstung hochgehen lassen. Die Imperialen mal so richtig in die Luft jagen. Was? Überleg doch mal, Hendrik. Wenn wir hier alles zerstören, wo arbeiten wir dann, wenn die Imperialen weg sind? Wir sind hier, um die Imperialen zu erledigen. Die Ausrüstung so zu manipulieren, dass sie ihnen um die Ohren fliegt, ist der beste Weg dafür. Corellia muss wieder aufgebaut werden. Die Fabrik muss intakt bleiben. Es ist immer gut, die lokale Infrastruktur zu sichern. Ich bin froh, dass ihr einverstanden seid. Also alle auf Position jetzt. Hendrik, Charo, alle bereit? Wir sind bereit. Habt ihr noch irgendwelche Befehle, Major? Wir sind nicht hier, um etwas zu beweisen. Bleibt einfach am Leben und sorgt dafür, dass die Imperialen es nicht tun. Ich werde es mir vornehmen. Sie sollen bezahlen. Wir haben es geschafft. Wir haben sie alle besiegt. Jeden Einzelnen. Siehst du? Wir haben es geschafft. Und die Fabrik steht noch. Ich wusste, dass es klappen würde. Ja, ja, schon gut. Das war Stoff für ein Holovid, Jungs. Einfach unglaublich. Es ist nicht einfach, einen solchen Überfall abzuwehren. Das war gute Arbeit. Habt ihr das gehört? Sogar ein Major von den Sondereinheiten ist beeindruckt. Wir können von Glück sagen, dass ihr uns angeführt habt, Major. Wir brechen besser auf, Jungs. Wir müssen hier aufräumen und weg sein, bevor noch mehr Imperiale kommen. Danke nochmal, Soldat. Chaos-Trupp an General Gaza. Mission abgeschlossen. Der Hinterhalt war ein Erfolg. Ausgezeichnete Neuigkeiten, Major. Rakton wird sich jetzt sicher zweimal überlegen, wo er seine Truppen hinschickt. Locke und ich sind in einem republikanischen Unterschlupf im Axialpark. Meldet euch umgehend für weitere Befehle. Unsere Truppen kommen bald an und wir müssen ihnen eine sichere Landezone freiräumen. Bin unterwegs, General. Sehr gut. Gaza Ende.
willkommen. Bitte wählen Sie eine verfügbare Reiseroute. Ich verspreche Ihnen nichts Geringeres als Perfektion. Das bekomme ich schon hin. Ich melde mich, wenn ich was erreicht habe. Ich melde mich, wenn die Sache erledigt ist. Das wird ein Kinderspiel. Dieses Dossier war unglaublich. Oder vielleicht auch allzu glaubwürdig. Leider hat Dodonna Wind von der Verhaftung bekommen. Sie ist zum Wolf geflohen. Ich bin hier fertig. Wir haben... Captain, dieses Dossier war... Leider hat... Wir haben keine Zeit zu verlieren. Wohin ist sie unterwegs? Wir haben sie bis zum Museum der Fremdlingsgeschichte verfolgt, in dem die Imperialen ein Kriegsgefangenenlager eingerichtet haben. Weiter will das Oberkommando nicht gehen. Ich weiß, dass sie mehr war als nur eure Arbeitgeberin. Darf ich euch jetzt bitten, sie zu verhaften? Ein Teil des selonianischen Tunnelnetzwerks verläuft unter dem Museum. Nur ihr könnt euch dort hineinschleichen und Dodonna finden. Einen Moment lang dachte ich, ihr wollt, dass ich einen Angriff anführe. Wir haben nicht genügend Truppen für einen direkten Angriff auf das Museum. Aber ist es so nicht viel eher euer Stil? Kursk! Wenn wir drin sind, ist er nicht mehr verlassen. Captain, das hier ist Kursk. Sie wird euch dabei helfen, ins Museum zu kommen. Gekauft. Der Captain liebt Explosionen.
And that exig and orcs. And that exig and orcs.
Ergebnis wird euch gefallen. Ihr. Ich nehme an, dass ihr hier seid, um über meine Dummheit zu lachen. Ihr könnt nicht hier sein, um mich zu töten. So gnädig ist das Universum nicht. Meint ihr nicht, dass ich euch töten sollte nach allem, was ihr getan habt? Nur zu. Ich sterbe lieber durch eure Hand als durch seine. Oder meine. Ich habe alles zunichte gemacht. Alles, wofür ich gearbeitet habe, alles, was ich wollte, damit... Ach, es ist egal. Nach allem, was ich für ihn getan habe, schickte er mich hierher. Wenn ihr mich hier herausholt, helfe ich euch dabei, ihn zu vernichten. Ich will den Wolf tot sehen. Ich will ihn flehen hören. Eure Geschäfte könnt ihr mit der Republik machen. Meint ihr nicht, dass sie verhandeln? Bei allem, was ich über den Wolf weiß? Ich kenne seine Pläne. Er sammelt eine riesige Piratenflotte, völlig unabhängig von der imperialen Marine. Er hat es auf unsere wichtigsten Werften abgesehen. Holt mich hier heraus und ich gebe euch alle Daten, die ich habe. Alles. Ich
kann euch keine Gnade gewähren, Dodonna. Das kann nur die Republik. Ihr repräsentiert die Republik, ja? Dann sagt ihnen, dass dieses Geschäft meine Freiheit wert ist. Hier, die Aufzeichnungen von all meinen Kontakten mit dem Wolf. Alles, was die Republik wissen muss. Was immer ihr tut, sorgt dafür, dass die Republik das hier bekommt. Wollt ihr beweisen, dass ihr euch geändert habt? Dann geht zur Republik und gesteht eure Verbrechen. Ich hätte nie gedacht, dass ich einmal einen Mann treffen würde, für den es sich lohnt, eingesperrt zu sein. Würdet ihr das auch für mich tun? Antwortet nicht. Versprecht mir, dass ihr den Wolf zur Strecke bringt. Geht zu Ratsmitglied Kalkos. Nur er kann euch zu seinem Flaggschiff bringen. Nehmt mich jetzt fest. Ich habe meine Verbrechen gestanden. Wie der Wookie winkt, Alter, geil. Ironie. Oh, geil. Sicheren Flug wünsche ich. Ob er sicher wird, weiß ich nicht. Aber wir werden vorsichtig sein. Dann wollen wir mal sehen, was das Baby so drauf hat. Oh, feindliche Truppen. Truppe an General Gaza. Operation erfolgreich. Die Lucky Lancer hat den Landeplatz geräumt.
Freut mich zu hören, Major. Ihr habt heute Großes geleistet. Ihr habt etwas gerettet, das nie hätte ersetzt werden können. Ich sehe, dass ihr nicht nur dabei seid, um zu gewinnen, sondern um auf die richtige Art zu gewinnen. Locke. Boah, er hat gar keine Locke, ne? Das bin ich auch, glaubt mir. Jetzt, wo ihr eure Unterstützung bekommt, würde ich sagen, dass mein Teil der Aufgabe erfüllt ist. Einen republikanischen Unterschlupf, die Drall-Bibliothek. Bevor ihr euch hier meldet, befreit das Gebiet um das Museum von imperialen Sensoren. Wir können es uns nicht leisten, dass unsere Pläne jetzt aufgedeckt werden. Gaza, Ende. Der Wolf besitzt eine eigene Flotte und hat es auf republikanische Werften abgesehen. Woher
Habt ihr Dodonna gefunden? Hat sie euch etwas geben können? Ich brauche Aufzeichnungen, Gesprächsnotizen. Moment. Reden Dodonna und der Wolf da miteinander? Wir erholen uns immer noch von Coruscant. Wenn der Wolf unsere Werften angreift, legt er unsere Marine lahm. Sie könnten in die Kernwelten einfallen. Ihr müsst herausfinden, wo der Wolf sich aufhält. Wisst ihr vielleicht, wo sich ein gewisses korruptes korallianisches Ratsmitglied versteckt halten könnte? Ah, natürlich. Eure Übertragungen erwecken den Anschein, dass Ratsmitglied Kaikos eine der wenigen Personen ist, die persönlichen Kontakt zum Wolf haben. Ihr solltet es schaffen, die Koordinaten vom Flaggschiff des Wolfs von ihm zu erhalten. Vielleicht könnt ihr auch bei ihrem nächsten Treffen den ungebetenen Gast spielen. Wenn sich Kaikos zwischen mich und den Wolf stellt, wird er es bereuen. Der SED hat Akten über den gesamten Korallianischen Rat. Ich kann euch die Adresse und Sicherheitsspezifikationen von Kaikos Anwesen schicken. Er war aber schon vor dem Krieg paranoid. Das gesamte Gelände seines Anwesens ist mit Kameras und Sensoren übersät. Ihr müsst sie alle zerstören, um unbemerkt hineinschleichen zu können. Sonst noch was, Meisterin des gewaltsamen Eindringens? Stellt euch einfach vor, dass ich alles kann, was auch Risha kann. Sobald ihr an den Kameras vorbei seid, ist jeder Eingang mit Neuralscannern ausgestattet, die nur bestimmte Gehirnwellensignaturen durchlassen. Wenn euch niemand begleitet, der autorisiert ist, wird das Haus euch rösten. Die Scanner merken es ja nicht, wenn die autorisierte Person mit einem Blaster bedroht wird, oder? Solange ihr den Abzug nicht drückt. Weitere Erörterungen könnten moralische Bedenken... Details, just details. Viel Glück, Captain. Kontaktiert mich, bevor ihr es mit dem Wolf aufnehmt. Das solltet ihr nicht alleine machen. Allzeit bereit. Hier, ich kann helfen.
Taxiplattformen sind geöffnet. Ich wünsche Ihnen einen sicheren und angenehmen Aufenthalt. Sir, um die Sicherheit eurer Tochter willen, solltet ihr den Axialpark verlassen.
helfen. Hier, ich kann helfen. Na gut, ich gebe auf. Nicht schießen. Ich hatte mich schon gefragt, wann sich jemand mal dazu bequemt, seine Exzellenz einen Kopf kürzer zu machen. Ich werde euch nicht aufhalten. Geht einfach kurz neben mir her. So kurz und schmerzlos. Der Wolf hat mir gesagt, dass ihr es hierher schaffen würdet. Aber ihr seid zu spät. Sein Flaggschiff wird Corellias Orbit jeden Moment verlassen. So einfach kommt er nicht davon. Also, Captain. Wie ich hörte, habt ihr erstklassige Arbeit für den Wolf erledigt. Wie könnte man euch davon überzeugen, daraus eine offizielle Geschäftsbeziehung zu machen? Ich würde eher zusehen, wie man mein Schiff verschrottet, als dem Wolf weitere Gefallen zu tun.
Oh, da wird er aber enttäuscht sein. Eindringling! Eindringling! Sofort zu mir kommen! Viel Spaß, Captain. Ich werde mit meiner eigenen Fähre zum Wolf stoßen. Ich werde Zeuge seines endgültigen Sieges sein. Nicht so schlimm, wie es aussieht. Bitte tötet mich nicht! Ich bin noch jung! Ich tue alles! Ich habe die Sicherheitscodes vom Flaggschiff des Wolfs. Sie sind auf meinem persönlichen Datenpad. Nehmt meine Fähre. Sie ist schon für ein Treffen mit dem Flaggschiff vorbereitet. Bitte. Was ist auf einmal mit... Oh, ich liebe den Wolf. Ich werde seinen Sieg beobachten. Ich schwöre, es ging mir nur ums Geld. Ich bin kein Imperialer. Ich weiß, was ihr mit Imperialen macht. Ihr werdet mich doch nicht töten, oder? Ich werde nur eure Sklavin befreien, euer Schiff klauen, euren Boss töten und euch den Bürgern von Corellia überlassen. Ich habe euren Sinn für poetische Gerechtigkeit immer gemocht. Oh, es war so ein guter Plan. Ich begebe mich jetzt zum Flaggschiff des Wolfs. Das sind die besten Neuigkeiten seit Wochen. Übermittelt mir die Koordinaten und ich versuche, euch Verstärkung zu schicken. Ich wollte eher sowas hören wie, die Republik übernimmt jetzt. Die Republik führt in der ganzen Galaxis über 100 Großoffensiven, Captain. Wenn ihr wartet, bis Truppen frei werden, ist es zu spät. Der Wolf gehört euch. Haltet den Wolf auf, Captain. Und die Republik wird euch als einen ihrer größten Helden feiern. Und ich werde mich um jeden kümmern, der eure Methoden in Frage stellen will. Es ist schön, Feiertag zu haben. Ich habe eh schon schlechte Laune.
Ihr wird dann gleich sterben. Nicht so schlimm, wie es aussieht.
Ihr drei habt euch selbst auserkoren, meine Flotte zu führen? Sade Mohardas Chubakadas Gutsasek Autofels Project. Die Republik nennt mich Eisherz, denn ich habe noch niemals Gnade walten lassen. Ich bin Lunatta. Der imperiale Geheimdienst hat mich als meistgesuchten Verbrecher eingestuft, da ich Tausende auf Xilla abgeschlachtet habe. Hatte ich euch um eure Referenzen gebeten? Was kümmert es mich, wenn ihr euch zum Abschuss Ziel Nummer 1 machen wollt? Genau das war immer euer Problem, Wolfi. Darf ich euch Wolfi nennen? Ihr kümmert euch nie um das große Ganze. Wollt ihr etwa meine Flotte leiten? Wer ist das? Das ist er. Er hat Noctrayon erledigt. Geht. Ihr kennt eure Befehle. Das hier ist eine private Angelegenheit zwischen dem Captain und mir. Dem Wolf ist es egal, ob ihr bei seinem Angriff sterbt. Wenn ihr ein längeres Leben wollt, seid ihr bei mir besser dran. Als ich zu euch kam, hieß es, dass niemand in der Galaxis es mit euch aufnehmen könnte. Stimmt das auch wirklich? Ich rieche einen Kampf. Entblößt eure Kehle, Welpe! Oder ich reiße sie euch heraus! Fühlt ihr euch jetzt, Schwächling? Besser als ihr vielleicht denkt. Sollen wir euch jetzt Admiral nennen, Captain? Wer sonst würde so eine Flotte anführen? Chambalumilos, Bonjo Unvas, Tortor Takis, Bahakfo Lankas, Skoria Nunchek, Bonjo Org, Rukwa. Eure Flotte ist jetzt Teil der Republik. Der Wolf hat uns gerade eine Eskorte imperialer Kriegsschiffe geschickt. Sollen wir mit ihrer Zerstörung anfangen? Captain, wir konnten eine Übertragung des Wolfs abfangen. Er hat eine Art Notsicherung aktiviert, die rückwärts zählt. Ihr solltet besser von da verschwinden. Das war der Hangar mit eurer Fähre, Captain. Ihr müsst eine Rettungskapsel finden. Das Schiff wird auf Corellia stürzen. Sterben.
Seelenfrieden ist meine höchste Priorität. Ich tue, was ich kann. Sagen, dass ich diese Aufgabe perfekt ausführen werde. Ich stehe zur Verfügung. Klar, kann ich machen.
Chaos-Trupp an General Gaza. Ziel erfüllt, das Tor der Bastion ist gesichert. Ausgezeichnete Arbeit, Major. Alles, wofür wir so hart gekämpft haben, ist endlich zum Greifen nahe. Unsere Streitkräfte werden sich in Kürze mit euch in der Bastion treffen. Sobald das geschehen ist, habt ihr das Kommando bei der Operation. Ich kann den finalen Vorstoß nicht von außerhalb anführen, Major. Ich zähle darauf, dass ihr Raktons Verteidigung einschätzen. Ich werde euch nicht enttäuschen, General. Denkt daran. General Rakton ist einer der schlimmsten Feinde, die die Republik je hatte. Er ist ein sehr gefährlicher Mann, sowohl geistig als auch körperlich. Er will die Informationen in den Datenbanken der Bastion für einen unaufhaltsamen Angriff gegen uns verwenden. Ihr dürft nicht scheitern. General Rakton wird mich nicht besiegen, General. Jetzt stehen die besten Militäreinheiten unter eurem Kommando. Eure Republik zählt darauf, dass ihr sie klug einsetzt. Viel Glück, Major. Gaza endet. Major, alle Einheiten versammelt und einsatzbereit. Klug von euch, die Tresorknacker fürs große Finale herzubitten, Major. Das ist die stärkste Festung, die wir je geknackt haben. Ach Gott, nee, hat den mehr Sohn. Kibulgas, das sagst du, Bunki Gott. Ich bin froh, euch hier zu haben. Egesir Talosaj, Kalendult Neki Horkone, Nilkul Dobogo. Laut unserer Aufklärung führen drei Routen zum Hauptkomplex der Bastion. Unsere Luftscans bestätigen das. Rakton hat auf jeder dieser Routen unterschiedliche Verteidigungen eingerichtet. Die erste Route wird von Kampfläufern und Kriegsdruiden bewacht. Auf der zweiten erwartet uns eine ganze Infanteriekompanie und auf der dritten das übliche Spielzeug. Minen, Geschütze und der ganze Kram. Das ist ein Hinterhalt. Rakton will uns glauben machen, dass wir uns auf eine Route beschränken können. Dann will er seine restlichen Truppen hinter uns zusammenziehen. Wir müssen an allen Fronten gleichzeitig zuschlagen und Raktons Verteidigungen überrumpeln. Das klingt nach einem guten Plan, Major. Setzen wir ihn um. Wir könnten es mischen. Meine Jungs kommen mit Kampfläufern und Kriegsdruiden zurecht. Nicht leicht, aber machbar. Dann können Leschers Kampfläufer die Infanterie überrennen. Captain Lasher, ich will, dass euer Zug sich den imperialen gepanzerten Einheiten stellt. Route 2 ist voller Infanterie. Eine ganze Kompanie. Sie haben sich verschanzt und sind kampfbereit. Kümmert sich der Chaos-Trupp um die Infanterie oder sollen wir das übernehmen? Das ist eure Aufgabe, Lieutenant. So gut wie erledigt. Dann bleiben euch die automatischen Verteidigungen, Major. Viel Vergnügen. Wenn Rakton nur halb der Kommandant ist, für den wir ihn alle halten, dann werden wir von Gleitern voller Kommandosoldaten flankiert werden, sobald wir den Angriff beginnen. Dann sollten wir den Chaos-Trupp weiter hinten halten, um den Hauptangriffstruppen Deckung zu geben.
Wir sammeln uns dann im Hauptkomplex. Heute werden wir den größten General des Imperiums erledigen. Wenn wir erfolgreich sind, macht uns das zu den berühmtesten Soldaten in der Geschichte der Republik. Klingt das gut? Ja. Bewegung! Die Schlacht von Corellia. Oh mein Gott, ich bin so aufgeregt, ich müsste Pipi machen.
Drakton Hoje S. Futot Ki Atengere. Bericht. Wie ist der Status unserer Truppen? Der Chaos-Trupp ist bereit, Major. Keine Verluste. Die feindliche Infanterie hatte sich verschanzt, aber nicht gut genug. Wir haben uns ohne nennenswerte Verluste durchgekämpft. Es war nie als Estret Fortulo Tagale. Merengojo Maleba. Das war ein großer Schlag gegen die besten Truppen des Imperiums. Wir können stolz auf uns sein. Jetzt muss die Position nur noch gehalten werden, bis wir den Mann haben, wegen dem wir hier sind. Bleibt wachsam. Wenn Rakton hier ist, wird er sich in der Kommandozentrale verschanzen. Hier sind die Koordinaten. Bereit, wenn ihr es seid, Major. Einziger würdiger Gegner in der gesamten Republik.
Es ist wohl Ironie, dass gerade ihr all meine Pläne ausmanövriert, um das Volk der Republik zu retten. Merkt ihr denn gar nicht, dass eure korrupten, willensschwachen Anführer euch in den Abgrund stürzen? Eure Republik wird fallen. Entweder durch die Hand des Imperiums oder durch die Schwere ihrer eigenen Dekadenz. Das Ende ist unausweichlich. Warum zögert ihr das Leiden hinaus? Begrüßt ihr so alle, die ihr trefft? Haltet ihr das etwa für einen Scherz? Das Volk der Republik lebt unter dem Stiefel der Bürokratie. Es wird weder ermutigt, noch wird ihm erlaubt, sein Potenzial zu entfalten. Unter imperialer Herrschaft wird euer Volk frei sein, sich selbst zu übertreffen und sein Schicksal in die Hand zu nehmen. Ich werde eurem Volk die Zukunft schenken, die es verdient. Das Imperium befreit niemanden. Es erobert nur. Es ist bedauerlich, dass ihr nur dann an einem zivilisierten Leben teilnehmt, wenn man euch dazu zwingt. Mit den Informationen, die ich zusammengetragen habe, kann ich einen so zerstörerischen Krieg führen, dass eure Republik in wenigen Monaten fallen wird. Das ist mein Angebot. Kehrt zu euren Auftraggebern zurück, überredet sie bedingungslos zu kapitulieren und vermeidet dadurch Millionen von Opfern, die einen Sieg verhindern wollen, der eurem Volk die Freiheit bringen würde. Hier habt ihr mein Gegenangebot, Rakton. Sei es. Endet es also. Ein Leben, das ich der größten Aufgabe der galaktischen Geschichte gewidmet habe. Was nun? Werdet ihr mich einfach töten? Oder werdet ihr den letzten zivilisierten Mann als Trophäe für die ignorante Meute auf den Straßen von Coruscant zur Schau stellen? General Rakton, ihr seid jetzt ein Gefangener der Galaktischen Republik. Dann möge eure primitive Farce der Gerechtigkeit beginnen. Major, wir kriegen ernste Probleme. Die Scanner leuchten wie ein... Wow! Ist er das? Der größte General des Imperiums. Wir haben ihn geschlagen. Am Ende wird das Imperium dennoch siegen. Die Imperialen müssen doch noch bemerkt haben, dass Rakton sich nicht meldet. Sie schicken eine riesige Streitmacht. Es sind zu viele für uns. Ich glaube, es wird Zeit, dass wir abrücken. Die Tresorknacker können Rakton für euch wegbringen. Seht zu, dass ihr heil wegkommt. Jawohl, Major. Kommt schon, Rakton. Bewegung. Auf Wiedersehen, Major.
habt mein Vertrauen in euch mehr als gerechtfertigt. Verehrte Anwesende, das ist der Mann, von dem ich euch erzählt habe. Er war es, der Großadmiral Haredax Kirill vernichtet und unsere Werften gerettet hat. Captain, das ist Senator Roan, Flottenadmiral Helig, Oberbefehlshaber Renz. Und gewiss erkennt ihr den obersten Kanzler. Sie alle sind hier, um euch dafür zu danken, dass ihr die Flotte des Wolfs gegen das Imperium ausgesandt habt. Kann ich das schriftlich haben? Nur für den Fall, dass ich nochmal auf der Abschussliste der Republik landen sollte. Ich glaube, sie haben etwas noch viel Besseres. Captain, ich bin hier, um euch die Dienstmedaille des Senats zu verleihen. Das ist die höchste zivile Auszeichnung der Republik. Ihr habt den Kriegsverlauf nachhaltig beeinflusst. Ein Jedi und ein Held der Republik. Es sind schon seltsamere Dinge passiert, oder? Das musste ja kommen. Die Umstände, die uns alle hierher geführt haben, stehen ganz oben auf meiner Liste der seltsameren Dinge. Ihr scheint Talent zu haben. Wollt ihr nicht weiter als Freibeuter arbeiten? Unter meiner Führung? Ich habe noch nie unter einem Jedi gearbeitet. Oh, ihr seid unverbesserlich. Damit bieten sich uns beiden völlig neue Erfahrungen. Ich kontaktiere euch, wenn ich die Details habe. Ja, es gibt wohl Zeiten, in denen es von Vorteil ist, wenn man einen Mitstreiter hat, der nicht an das Gesetz gebunden ist. Ich hätte nie gedacht, dass ihr mal für den Jedi-Orden arbeiten würdet, Captain. Glaubt die Republik etwa, dass man eure Loyalität mit einem Stück Silber an einem Band kaufen kann? Das konntet auch nur ihr schaffen. Die Unterwelt übernehmen und dafür auch noch eine Auszeichnung bekommen. Ich werde das nirgendwo wieder auf Vordermann bringen, Captain. Ihr werdet eine Operationsbasis brauchen und jemanden am Steuer, dem ihr vertrauen könnt. Nehmt es mir nicht übel, aber ihr seid besser darin, Credits zu beschaffen, als sie zu behalten. Selbst mein Vater hat einen Buchmacher für sein Imperium gebraucht. So bleibt euch mehr Zeit für die lustigen Dinge. Ich möchte eure Auswahl von Crewmitgliedern nicht in Frage stellen. Ich bin nur neugierig. Warum umgebt ihr euch nur mit solchen Schwächlingen? Der Wookiee besitzt scheinbar als einziger ein Rückgrat.
Er versteht, was Ehre bedeutet. Alle anderen sind doch nur Kleinkriminelle. Kleinkriminelle sind leichter zu lenken. Wenn sie anfangen zu meckern, drücke ich ihnen schnell ein paar Credits in die Hand. Und was passiert, wenn sie mehr verlangen, als ihr zahlen wollt? Ein Mandalorianer braucht niemals an Bord eures Schiffes, schlafe ich. Tayari Rook behauptet, er würde seinen Eigen erst zerstört, er meinen und niemand... Vielleicht könnt ihr ihn ja... Zweimal, es kommt noch mein früherer Lieb... Den Mann zu töten, der eure... Rooks, wenn ich mit... Ihr seht, naja... Es ist vor... Irgendwas sagt mir... Da gibt es nicht, bevor er... Er hat meine... Leute... Bevor... Ohne... Ich werde... Zum Erst... Was wird... Habt ihr denn nicht... Ein Red ist ein... Euer Tal... Aber ich im... Ich gehe... Ihr wird es morgen... Ich habe mich geirrt. In welchem Zusammenhang? Als ich eure Crew beitrat, sagte ich euch, dass ich nie wieder den Interessen eines anderen dienen würde. Das war ein Irrtum. Es gibt im Leben nichts... Müsst mir beibringen, wie man mit schmutzigen zeigt. Stellt euch. Jedes Jedi-Kind sollte Zeit in einem Kriegs, wenn man sieht, da versteht. Denkt ihr das aber nicht? Ihr seid ein Kerl, den ich mein. Wenn ich könnte, würde ich euch beibringen, wie man mit dem Lichtschwert umgeht. Oh, wärt ihr mein Meister gewesen, oder zumindest nicht die Kovakia. Captain, ich hätte nie gedacht, als ich zum Erd... Wenn ihr einmal in meiner Crew seid... Oh, aber im Ernst, da ich werde euch... Ich hoffe, ich war bisher eine Hilfe für euch, Captain. Ihr habt mir nämlich wirklich viel beigebracht. Ich meine... Es gibt nie... Danke, Captain. Ich weiß, ihr sagt das... Captain, ich hatte kaum... Captain, sie... Du bist ein... Sie bauen ihr anscheinend, als sie besiegt wurde... Soll... So ähnlich. Anscheinend, aber es war ein... Wie können wir helfen? Danke, Cap. Sie wollen, dass wir nach das Imperium lag. Wissen wir... Die Code sollte ziemlich...
den Auslogger. So, man wird sie gesperrt.